Und ab jetzt wird's wieder gefährlich. US Army Restricted Area. Oh ja. Vorsichtig. Mhm. Ist einer draußen oder? Nee. Wir müssen rein. Gibt's hier schon Sachen oder so? Nur für die Rücktour ein Boot. Wenn wir es denn nehmen wollen. Und hier wird wahrscheinlich gleich einer... Hier kommen wir gar nicht rein, ne? Oh! Wow! Ja, mach das mal. Das hat er zu laut gesagt. Wobei, der kommt hier selber gar nicht raus aus der Tür. Er hat uns vor der Tür gehört. Macht aber einen Umweg. Kein Kontakt. Suche weiter. Ja, mach das, genau. Komm hier raus. Du wirst doch wohl die Berechtigung haben, diese Tür zu öffnen. Ach, egal. Ich habe gerade was Cooles gesehen, und zwar haben wir jetzt ein anderes Visier hier. Was wir jederzeit ändern können. Was ich ganz cool finde, muss ich sagen. Aber das ist hier ein bisschen flotter, ne? Als das, oder? Mhm. Okay, hier haben wir eine Dreifachvergrößerung. Okay, ich lasse es mal kurz auf dreifach. Aber ich möchte auch, wenn ich das Visier aktiv habe, ein bisschen mehr Übersicht haben über die Umgebung. Ich glaube nicht, dass der noch Geräusche macht, wenn er so eine Kugel abkriegt. Also jedenfalls da, wo wir ihn gerade getroffen haben. Und da ist der Funker. Elendes Pack, elendes Pack. Vorsichtig. Kriegen hier die Punkte nicht mit. Na! Ziel getroffen! Alter Mann. Gesehen. Wer hat mich gesehen? Niemand, der. Der noch lebt. Oh oh, sie kommen. Jetzt keine Panik bekommen. Kommen sie lang. Schön den Radar im Auge behalten. Cool bleiben. Da kommt einer von hinten. Schön den Radar im Auge behalten. Ich sehe ihn nicht, verdammt. Oh, Schande. Mist. Uncool, uncool. Spritze, Mann! Ja, da habe ich mich wieder ein bisschen übermannen lassen. Von der hektischen Situation. Ich würde sie auf die schlechte Sicht schieben, aber das ist nur nach Ausreden fischen. Aber es kommt noch mehr hier, ne? Oh, oh! Ich muss wieder raus, ich muss wieder raus. Schnell! Schnell, alter Mann. Oh, oh, es nimmt schon wieder solche Züge an. Oh, oh, hier sind ja richtig viele. Ich wollte eine kleine Base machen. Was? Ja, wirklich. Das zum Thema Kalter Krieg. Von wegen. Okay. Dann eben ab jetzt. Langsam und vorsichtig wieder. In Position. Oh, oh. Infos. Ach komm, echt jetzt? Scheiße, Kontakt verloren. Ziel lokalisieren und neutralisieren. Ich weiß nicht. Das Visier gefällt mir gerade nicht. Ich sehe da hinten keinen. Okay, so weit, so gut. Ein bisschen Remi-Demi. Wir haben sie erfolgreich
unter Druck gesetzt. Diese kleinen Rabauken, die... Jetzt gehen wir rein. Aber die Sicht halt, ne? Wir müssen auf jeden Fall Nachtsicht arbeiten oder so. So, die erste Kiste hätten wir schon mal. Das Wichtigste überhaupt. Wo die da ist, habe ich gerade nicht mitgeschnitten, aber die finden wir schon noch. Oh, eine Jeans. Cool. Naja, ich hoffe, die können wir färben. eine weiße Jeans, so wie den 80ern. Oh ja. Das würde sehr gut passen zu unserem Karate-Tiger hier. Wo ist diese Kiste? Auf der anderen Uferseite? Wahrscheinlich, ne? Ich hole mir erstmal diese Kiste da. Eine nach der anderen. Vorsichtig bleiben. Wo ist diese Kiste? War hier noch ein Gang oder so? Ach so! Genau, die verschlossene Tür, ne? Oder? Ja. Auf jeden Fall. Das war gerade ein bisschen irritierend, ihr habt's gesehen, ne? Hier ist das Ding grün, natürlich. Weil es eine Infrarotansicht ist oder eine Infragrünansicht. Und hier auch nahezu grün. Okay. Zurück in die Mission. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir bräuchten auf jeden Fall bessere Sicht. Oder wir machen den Strom aus. Natürlich, natürlich. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt. Wir machen schön den Saft hier aus. In der Hoffnung, dass wir nicht entdeckt werden, während wir im Wasser sind. Aber wir können ja leise schwimmen. Weniger Kraul, mehr Brust. Na komm, hoch hier. Hoch. Er will nicht. Bitte. Bitte, liebes Spiel. Wir haben noch so viele Stunden schon in Freude und Harmonie verbracht. Bitte einfach weniger Geraffel und so. Aber nein, nein. Meckern auf hohem Niveau maximal. Boom! Genau. Jetzt haben wir wenigstens alle die gleichen Karten. Rüber da. Rüber da ins Wasser. Und go. Puh. Ja, die Sicht ist wenigstens von der Kameraauflösung noch wenigstens schön hochauflösend. Da kann man wenigstens was mit anfangen. Aber hier, ne, das Wärmebild ist nicht so meins. Kann man diese Tür aufmachen? Nein, es ist nur dieser eine Eingang, ne? Erstmal schön hier wirklich die Lage sondieren. Naja, das ist cool. Da drüben kann man jetzt auch nicht hoch. Okay, wir gehen wieder über den Haupteingang rein. Geräusch gehört. Oh, oh. Ach, hier ist noch eine Kiste. Sehr schön. Nehmen wir die doch gleich mit. Okay, ein schönes LMG. L86A1. Erfüllt dir all deine Träume. Nichts weiter hier. Vielleicht kommen wir so ein bisschen weiter auf die andere Seite. Das Schöne ist, es ist ja alles herrlich verzweigt. Oh! Nein, nein, nein. Das war nur fast entdeckt, mein Freund. Du weißt gar nichts gerade hier.
Okay, vorsichtig. Da unten ist eine Kiste und ein weiterer Wolf. Von jetzt an absolute Konzentration. Hier ist alles voll mit Gegnern. Das kann echt unangenehm werden. Wir könnten hier nochmal runtergehen. Die Lage checken. Nee, der ist von uns. Den haben wir da hingelegt. Ne, es ist auch so manchmal schon recht schwierig, hier in so einer Anlage sich zurechtzufinden. Aber dann noch alles in grün, macht es nicht gerade besser. Aber das sind wirklich Oh! Schauer, wow, wow. Jetzt habe ich fast das böse Wort gesagt. Wo ist der denn? Wo ist der Typ? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Okay, da ist die nächste legendäre Kiste. Oh Mist, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Ist okay, ist okay. Kriegen wir hin. Kiste, Kiste, Kiste. Yay! Schön, zumindest haben wir jetzt die Blaupause für die Waffe, für die wir eigentlich hierher gekommen sind. Ja. Lichtstimmung. Ich habe sie gerade noch gelobt, aber weil sie so realistisch ist, ist sie manchmal auch echt hinderlich. So, da kommt der nächste. Oh, 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 oh. Wir haben alle Gegner aufgedeckt. Also uns durfte keiner einfach so überraschen. Ohne Symbol meine ich natürlich. Natürlich können die uns immer noch überraschen. Das sind top ausgebildete Männer hier. Aber naja. Here we go again. Schande. Wow. Komm schon, Mann. Komm schon. Beweg dich. Da komme ich rum. Gepantert, Mann. Herrlich, herrlich. Das ist schon hart, ne? Ich glaube, so vor 10 Jahren oder so hätten sie das Ding bestimmt indiziert. Aber dann hätte das Ubisoft niemals so auf den Markt geworfen. Allein dieses Gurgeln. Nein, eigentlich wollte ich gerade was anderes machen. Ich habe mich nur verlesen. Nicht F. E. Fundstück nehmen. Oh, 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 sie kommen. Natürlich jetzt ganz schlecht für uns. Walkers Tagebuch, Teil 5. Lesen wir später. Wir haben gerade keine Zeit, ein Tagebuch zu lesen, geschweige denn eins zu schreiben. Wie der das bloß hinbekommen hat, dieser Walker. Ja, der hat ein astreines Zeitmanagement. Und dann hat er noch eine sehr, sehr große Nebenrolle in The Walking Dead gespielt. Echt krass. Jetzt echt drauf, ne? Das sind diese Arbeitstiere. Aber egal. Und sogar ein ziemlich langes Tagebuch hat er geschrieben. Alles cool. Wo? Wer und wo? Und vor allem wann? Er ist wahrscheinlich gerade in dem Moment wieder reingelaufen, wo wir hier rausgekommen sind. Oder hier vielleicht durchs Gitter? Ich sehe nichts. Die sind unter uns, okay. Damit kann ich leben. Schnell die Kiste geholt. Ein Auge nach hinten. Da ist gleich einer, ne? Da kommt gleich einer raus. Vielleicht, eventuell. Erstmal die Kiste öffnen. Scale Credits. 2500 Scale Credits. Das ist hier irgendwie sowas wie Payback-Punkte. Ran da an die Wand. Oh Gott. Schön.
Jetzt macht die Nachtsicht wieder total Sinn. So, hat das irgendwer annähernd mitbekommen? Nein. Hier ist noch einer, ne? Im nächsten Raum gleich. Cool. Yay! L11, genau. Nee, doch, L11 5A3. Sind da mehrere im Raum? Oh, eine Schießanlage. Wer hätte das gedacht? Nö, nee, ist nur einer, ne? Scheiße. Hupp-di-flupp. Oh! Achso, das war gar nicht gelb. Das war grün und durch unsere Nachtsicht ist das gelb geworden. Okay. So weit, so gut. Ich glaube, auf dieser Ebene sollte uns für den Moment keiner stören. Angriffshandschuhe. Oakley, wahrscheinlich. Wie kommen wir nur verflucht doch mal zu dieser Kiste hier unten? Oh, stopp! Wow, wer? Wer hat mich gerade gesehen? Krass. Ja, da ist jedenfalls die Kiste hinter dem roten Schloss. Und dann bleibt noch ein Fertigkeitenpunkt hier irgendwo. Und diverse Informationen, die wir auch so bekommen würden, wenn wir die Augen aufmachen beim Überfliegen der Karte. Ich muss nicht alle Wolves hier töten. Das muss nicht immer das totale Ausräuchern sein. Aber die Kisten, die haben es mir immer angetan. Und die werden wir auch mitnehmen. Oh, jetzt wird es wieder fricklich, ne? Oh, hier sind ganz viele. Geil. Sehr schön. Kann ich den nicht einfach schießen? Oh, der Laser, muss ich sagen, der stört ein bisschen. Der stört hier ein bisschen. Kann ich ihn ausschalten? Vielleicht. Ja, mit Z? Nein, Z ist was anderes. Sah aus wie der Laser. Hätte sein können. Der ist eher hinderlich gerade. Mit der Nachtsicht. Ich gehe mal ein Stückchen zurück, damit wir ein wenig Raum haben zwischen uns und den Gegnern. Loadout. SC. Gunsmith. Den Laser bitte wieder ab. Das ist das hier, ne? Da möchte ich dann gar nichts haben erstmal wieder. Ganz kurz nur. Du kriegst deinen Laser wieder zurück. Meine gute SC. Ja, viel besserer. Viel, viel besserer. Und jetzt vorsichtig. Da ist ein ganzer Raum voll, ne? Nahezu. Pi mal Daumen. Kann das nicht hochauflösender sein? Das Bild von der Wärmebildkamera. Oh, oh, damn. Stopp. Oh, und ich sehe wieder nichts. Komm schon, Mann. Jetzt cool bleiben. Komm her. Die kommen her. Oh, gar nicht mal so schlecht. Da ist noch ein Helm. Und hier vielleicht. Oh, wir haben ihn angeschossen zumindest. Irgendwas. Schieß auf das Blaue. Immer schön auf das Blaue. Oh, Alter. Wow. Das war krass. Wo kam der her? Von unten oder so? Nee, von rechts kam er. Richtig? Mehr oder weniger richtig? Wow, das war knapp. Ist er da? Wo kam das her? Ist hier noch eine Tür? Gut möglich. Sie kommen! Ah! Manchmal dauert es mir wirklich eine Millisekunde zu lange, dass ich hier losmessern kann. Da geht mir so ein bisschen die Düse, aber auch nur ein bisschen. Oh, sehr schön. Ein weiterer Fertigkeitenpunkt. Das wird schon. Infiltration, Mann. Ist hier auf der Ebene überhaupt noch einer? Ist mir zu offen gerade das Gelände. Ich nehme jetzt mal die Infos und dann geht's weiter. Zielobjekt immer noch in Bewegung. Neutralisieren! Sperrfeuer aufrechterhalten. Sperrfeuer. Welches Sperrfeuer? Das sind doch. Ist in Deckung. Sofort nachrücken. Wo denn, Mann? Wo bist du denn? Das hat sich gerade sehr nah angehört. Und außerdem Sperrfeuer aufrechterhalten.
Das waren dann nur einfach irgendwelche militärischen Ausrufe, ganz random. Damit wollen die mich, glaube ich, psychologisch fertig machen. Mit Erfolg!